Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Abszesse fertig gemacht. Tao hat ihre Fähigkeiten gezeigt. Da unter mir ist Glorie. Ich würde sagen, hierüber gehen wir dann zum nächsten Gebiet. Wird das da, glaube ich, das nächste Gebiet dann werden. Wir müssen drei Gebiete abhaken und da drei Schlüssel aufsammeln. Nee, Ganesha, lass mich mal in Ruhe. So, erstmal automatische Heilung. Die Viecher sind hier Level 66, Leute, ne? Also nebenbei. Und ich muss mich entschuldigen, nicht Ganesha, das war Grimekala. Da ist ein Miemann. Mitkommen. Einer weniger, den ich im Nachhinein suchen muss. Ach, die Level, die kommen schon nebenbei. Werden wir hier den ganzen Schmarrn machen. Ich hoffe nur, dass wir den Boss down kriegen. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Was ist das denn hier für eine eklige Ecke? War ein Mitama. Die sind hier auch Level 65. Der hat mir drei mehr Evangelium gegeben. Die werde ich auch nutzen. Das nehme ich statt dem wilden Beißen. Bei dir ist es unnütz. Auch der Beweglichkeit. Oh, ich kann mich nochmal ein bisschen boosten. Da ich gerade ein Level gemacht habe. So. Dann nutzen wir den Kram wenigstens richtig. Hier vorne ist jetzt auch direkt der Schlüssel laut der Karte. Wir müssen ja drei davon sammeln. Es ist sehr gut möglich, da ich am Ende die Miemanns offscreen einsammel. Und dann einfach den letzten übrig lasse für Aufnahme. Ein Eissutra? Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, ne? Ich hoffe natürlich, dass ich so viele wie möglich während den Aufnahmen finde. Aber ich kann euch halt nichts versprechen. Da unten ist wieder eine Kiste. Ich könnte allein eine halbe Stunde damit verbringen, hier alles abzusuchen. Da ist schon wieder dieses Rang da. Laut der Karte muss ich hier irgendwo hoch. Dafür muss ich aber einmal hier runter. Da ist ein Miemann. Kamael-Essenz. Hey, wieder eine neue Essenz. Kamael. Hammerbarion. Gewaltige Lichtscham bei einem Gegner. Die Annullierung von Feuer hätte ich sehr gern. Das ist, glaube ich, gerade meine einzige Schwäche gerade. Ja, die und Eis. Sehr ultra praktisch, diese Annullierung. Ich schaue mich nach wie vor um. Da muss ich nämlich so wenig Miemanns wie möglich im Nachhinein noch sammeln. Ich habe mit 0 EP gerade ein Level Up gemacht. Der Gegner ist instant geflohen. Ausweichchancen höher machen und direkt ein Evangelium futtern. Ich will mich ein bisschen boosten, damit ich ein bisschen länger hier lebe. Bei den Verbündeten ist es nicht weiter schlimm, aber ich darf halt nicht sterben.
Taro würde ich auch ungern sterben sehen. Sie ist schon einmal gestorben. Ich finde es so gut, ich kriege nicht mehr diesen unnützen Kram. Jetzt vorher Halpen und 100 Nacker gefunden. Das kriege ich jetzt zum Glück nicht mehr. Das war so unnütz, dieser Kram, ey. Keine Worte dafür. Das war so mega unnütz. 100 Macker. Da verkaufe ich einen mal was aus einem Automaten und hab instant 500. Und wieder ein Level Up. Ich spuße nochmal meine Beweglichkeit, damit ich besser ausweichen kann. Hier kommen auch nur Mintamas, wenn sie welche findet. Richtig geil. Also das Gebiet gefällt mir immer mehr und mehr. Das sieht auch nicht so ätzend langweilig aus wie das Labyrinth letztens. Hier passiert wenigstens was. Da ist nochmal Mintama im Blau. Ein bisschen Glorie. Komm, diesen einen Kampf lasse ich jetzt nur mal drin, damit ihr das seht mit dem Level. Ich muss übrigens auch mal wieder Fernrohre kaufen. Da, die sind einfach mit Level 65 hier. Oh, du wirst so viel Glorie geben. Eisscherbe sollte reichen. Okay, doch nicht. Ein Juwel hätte gereicht. Zwei Glorienkristalle nur. So, ich brauche Ausweichmöglichkeiten. Wozu braucht der Annullierung Feuer? Na gut, besser als Gebrüll. Ja komm, dann gönne ich auf jeden Fall die Glorie hier. Die können wir ja gebrauchen. Und weitersuchen. Die Mini-Heilung hier nimmt man gerne mal mit. Dann kommt man wenigstens wieder auf Full Life. So. Ey, nur Sutras Hauche oder diese Glücksräucherstäbchen. Die ist mittlerweile so gut. Davor hat sie nur Müll gesammelt und jetzt holt sie mir die Geschenke aus dem Himmel. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bier zusammenhängt. Aber ich kann mich über die Items hier echt nicht beschweren. Vor allen Dingen, weil ich mein Team so noch mal ein bisschen boosten kann. Muss jetzt hier irgendwo mal hochkommen. Okay, über mir ist noch mal so ein richtig fetter Glorienkristall. Kurz mal Karte, wo komme ich denn hier hoch? Ah, da links. Nee, warte, von da kam ich. Ich muss hier eine Runde drehen. Und da dann hoch, okay. Wo komme ich wieder nach oben? Hier. Hier muss ich dann jetzt, glaube ich, rechts rum eine Runde drehen. Ja. Man wird hier auch richtig stark mit den Kugeln geheilt. Okay, mit dem will ich mich nicht anlegen. Ich will einfach nur an dem vorbei. Nee, warte, muss ich von der anderen Seite? Weil hier ist eine Wand im Weg. Nee, ich muss hier noch mal einen weiter hoch sein und von dort aus dann wahrscheinlich runterspringen. Also noch mal einen Weg nach oben. Wir sehen uns einfach, wenn ich den Weg gefunden habe. So, langsam müsste ich den richtigen Weg haben. Hinter dem Teil muss ich runter. Soweit ich das richtig sehe. Ah, hast wieder was Nützliches für mich. Ey, ganz ehrlich, in dem Gebiet nehme ich alles, was die mir hier irgendwie anpingt. Da hinten könnte vielleicht ein Miemann sein. Ah, hier geht's schon zu dem Gebiet, wo ich hin will. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit einer Rangda-Essenz. Den hatten wir gerade eben bekämpft. Na, das erste unnütze Item. Oh, ein Hauch der Vitalität.
Sofort gekauft. Alles, was mich boostet, nehme ich. So, ich muss an euch vorbei, meine Herren. Möglichst ohne Streit anzuzetteln. Danke. So, und jetzt muss ich hier irgendwo rechts hoch. Ah, hier ist auch ein Drachenlinienquell. Dann kann ich mir jetzt mal hier diese einen Teil hier angucken. Einen Moment. Hab auch noch nebenbei jetzt kurz mal abgespeichert. Damit wir den ganzen Kram nicht nochmal machen müssen. Ja, Essenzen habe ich richtig viele bekommen. Diese Leerklau, die war übelst krass. Schwerer physischer Schaden 2 bis 3 Mal. Bei mir kann ich so oder so mal die eine Fähigkeit hier austauschen, das Sakanagi. Weil das ist ja ein mittlerer Allmachtschaden. Ich habe sowieso eine, die auf alle zielt. Und dieses Murakomo will ich sowieso haben. Und dieses Murakomo, das klingt ganz krass. Nochmal, damit ihr wisst warum. Ist so gesehen das eine nur ein Stärker. So, wir haben neue Wunder. Kunst der Essenzen. Will ich auf jeden Fall haben. Dann kann ich nämlich noch einen Skill haben. Und nochmal mehr Prozente hier runter bei der Kadaverkaverne. Er hat andere, das sind nur hier wieder so Nebenbei-Fähigkeiten. Die kann man komplett ignorieren. Und hier haben wir halt jetzt nichts freigeschaltet. Ich trage mal trotzdem hier alle eben kurz einmal ein. Wir kriegen ja dieses ein Medizin-Set. Was ich auf jeden Fall haben will, sind die Glorienkristalle, die man hier nochmal bekommt. Also diese ganzen Sets auf jeden Fall auch. Außerdem sind dann nochmal 2 Level-Ups zwischen. So, früh geheilt bin ich, mehr oder weniger. Jetzt kommt ein Zwischenboss. Schlangenboss ist das jetzt, ne? Jetzt ist die Frage, was das schwach ist. Be careful. Ja, jetzt kommt höchstwahrscheinlich Zwischensequenz. Okay, den ersten Gott, den wir fertig machen. Boah, hat der eine geile Mucke. Wazuki heißt der. Und ist Level 72. Der könnte heftig werden. Okay, der benutzt hauptsächlich hier Versiegelung und so alles. Und er benutzt Eis. Das könnte für mich zum Problem werden. Gegen was warst du schwach? Gegen Feuer. Ja, passt ja. Ich muss nur Kurama austauschen. Unsere Heilung bleibt natürlich. Guck mal. Den Verwirrungszustand hätte ich gerne. Hat nicht geklappt. Dich tauschen wir einmal.
Am besten gegen ihn. Dann versuche ich es nochmal. Oh ne, Versiegelung wäre sogar noch besser. Ah. Ein Versuch noch. Weil dann kann er keine Magie wirken. Ne, nicht Verwirrung. Siegel will ich haben. Schade. Nein, sie hat Tao einfach gewonnen. Ey, es kann sein, dass ich bis zur nächsten Folge wirklich erstmal leveln gehe. Dass wir Level 70 sind. Ja, Leute. Sind bei ihm gestorben. Ich muss bis zum nächsten Part erstmal leveln, Leute. Wir sind einfach viel zu underlevelt. Die Bosse sind Level 70 und allein die Viecher, die rumlaufen, sind Level 66. Wir sind viel zu underlevelt hierfür. Also, kann ein bisschen dauern, bis ein weiterer Part hierzu kommt. Ich muss jetzt erstmal leveln. Ich level, bis ich alle Level 70 habe. Bis dahin sage ich hier an der Stelle mal ciao. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.